Hi Leute und willkommen zurück zum Genshin Impact. Wir werden jetzt den neuen Boss machen. Wir haben ihn natürlich eben schon mal für das Video die große Kluft Boss Unlock 4 gemacht. Aber natürlich nochmal ein Einzelvideo für die Leute, die nicht alle einzelnen Videos gucken wollen, wie man den freischaltet. Liyue, hier hinten her. Hier hinten oben die Main Story holen. Die schickt euch einmal hier im Karree rum um 5 Geofelsen runterfallen zu lassen, die hier eine Schutzbarriere bilden. Habt ihr das gemacht, kommt ihr ein Stockwerk tiefer. Landet ihr in der großen Kluft unterirdische Mine. Landet ihr hier. Hier bekommt ihr eine Quest, 3 Notizen von Onkel Hey zu finden. Seht ihr auch bei mir in den Videos, wie gesagt. Findet die hier, dann wird euch der Zugang hier runter gewährt. Also das ist noch von dieser Kluft, wo alles nach unten runter geht, ganz tief in die Erde, ist das noch der höchste Teil praktisch. Dann geht hier ein Weg runter in den nächsten Bereich. In dem nächsten Bereich wird euch gesagt, ey, geht mal nach oben zum Camp. Guckt mal, ob Onkel He da ist. Finden wir da natürlich nicht. Man ist auf einer etwas unteren Plattform. Man kann praktisch direkt die Felswand, die Geowand, die hinter ihm ist, hochklettern und ist dann praktisch von hier aus einfach hoch und kommt dann gleich hier zum Teleporter und dorthin, wo man hin will. Und hier oben wird euch dann die Map freigeschaltet. Jedenfalls dieser erste Bereich. Und dann könnt ihr versuchen, entweder hier oben so ein bisschen lang hier hinzukommen und dann straight einfach hier durch zum Boss. Oder ihr kundschaftet hier noch ein bisschen rum, fliegt hier rüber, geht ein paar Leitern hier hoch. Hier ist alles so gebaut, Holz, Minenschacht, Schachtzeug. Holt euch hier noch den Teleporter und geht dann hier rüber. Geht dann durch einen langen Tunnel, bis ihr hinten beim Boss landet. Ja, wie gesagt, oben erstmal die Main Story Quest machen mit den 5 Geofelsen, die ihr kaputt machen müsst. Hier 3 Notizen suchen, damit euch hier der Zugang gewährt wird. Hier nochmal einmal nach oben, damit euch die Map aufgedeckt wird am besten. Und dann, wie gesagt, einmal hier so rum oder hier so rum, je nachdem, wie gut ihr hier hochkommt. Weil es ist schon ein langer Weg. Da geht nicht einfach mal klettern und klettern und klettern. Ist besser, wenn man hier einfach 3-4 Leitern hochgeht und einfach rüber geht. Und dann landet ihr hier und da sehen wir die fiese Schlange schon. Die Schlange ist nicht das, was unser neuer Charakter braucht, glaube ich. Ich glaube, der neue Charakter braucht anderen Loot. Und zwar von diesen komischen Ritterähnlichen Gegnern, die hier auch in dem Gebiet sind. Jetzt versuchen wir erstmal die Schlange zu machen. Es gibt eine Strat, die habe ich, wie gesagt, in den längeren Videos schon einmal kurz durchgelesen. Wir haben hier so einen Kristall, den ihr auf der Y-Taste seht. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir einfach versuchen, den Gegner so platt zu machen. Nein. Let's light it up. So. Jetzt müssen wir gucken, ja. Die Strat wäre halt jetzt mit dem Lichtkristall die Dinger hier kaputt machen, damit er die benutzen kann. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Das geht bei uns jetzt leider nicht, weil wir den Kristall noch nicht auf der höchsten Stufe haben. Torn to oblivion. Illusion shattered. No, my sword. Witness the power of Guwa.
this? Let's light it up! Shine down! Ja. Wie gesagt, eigentlich müsste man was mit diesen schwarzen Steinen machen, aber wenn man das wirklich in der Reihenfolge machen würde, wie es gedacht ist, müsste man das komplette Gebiet erst vorher durchmachen, müsste diesen Lumenstein komplett auf die höchste Stufe aufwerten, damit man, oder zumindest so hoch, dass er die Steine halt kaputt machen kann. Ja. Wer hat da schon Zeit zu? Loot haben wir zwar vorher auch schon in den längeren Videos gesehen, aber können wir hier auch nochmal zeigen. Ich weiß auch nicht, zu wem der Loot gehört. Gibt es, glaube ich, keinen Charakter zu. Oder braucht... Nee, also... Ich glaube nicht, dass... er die jetzt braucht, oder? Ayato, Mats, mal gucken, braucht er die? Ayato, Mats, nö. Ayato braucht die von dem Wassercube. Ja, also wofür, für welchen Charakter sind die denn? Okay, also ist nicht für Ayato. Ayato braucht Inazuma. Die hier, die Wasserträne von dem Cube. Ja. Beziehungsweise für seine Skills braucht er von dem Raiden-Boss. Nein. Wie komme ich da denn jetzt dran? So, die Hand braucht Ayato. Steht hier. Also ist, der Boss ist für nichts gut im Moment, so wie es aussieht. Und wird auch in nächster Zeit für nichts gut sein, denn die nächsten Charaktere sind ja auch von Inazuma und brauchen keine Liyue-Mats. Okay. Das war der neue Boss. Nicht besonders schwierig, aber ja, wenn man ihn halt machen möchte, ne, kann man den natürlich gerne dann ein paar Mal machen. Für wen auch immer. Das war's dann. Ciao, Leute. If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might